So, ein wunderschönen. Wir sind wieder unterwegs. Nicht wundern, Fenster ist offen. Das wird jetzt in Zukunft häufiger sein. Ihr werdet also häufiger mal auch freies Leben hier auf dem Land mitbekommen. Ich muss 110 Trefferpunkte machen. Hier ist kein Schlachtschiff. Okay, wir haben 3 Schlachtschiffe, 4 Schlachtschiffe und hier ist nicht eins. Doch, da ist eins. In Minnesota, okay. Immerhin. Wir haben sogar 1, 2, 3, 4, 5 Schlachtschiffe. Okay, und wir haben eins hier. Das ist ja auch sehr gut verteilt. Die Smolle ist noch am Pennen. Teammate, I need your support. Enemy force detected. So. Da war wieder der lustige Holländer. Achso, wir haben keinen Zerstörer. Das ist ja auch krass. Kein Zerstörer. Cool. Das wird lustig. Da kommt ein Kurfürst. Und ein Siegfried. Was haben wir gesagt? Wir wollen... Ich bin nicht offen. Okay. Auch interessant. Auch interessant. Ich habe sogar einmal getroffen, Mensch. Mein erstes Band habe ich schon, oder? Ja, mein erstes Band habe ich schon. So. Ja, hier auf beiden Seiten. Ja. Oh. Das ist gut. So, sieht hier noch einer außer mir? Sieht hier gerade wieder keiner mehr? Ist er schon auf 11 Kilometer ran? Die Drake hat mich aufgedeckt. Ich muss mal gleich mal nebeln, glaube ich. Zum Glück haben die irgendwie alle noch nicht. Smoke generator activated. Schade drum. Jetzt stehe ich hier so schön im Nebel. Ja, keine Torps zur Verfügung. Leider nichts gebracht, 43 erst von 110.
noch aufgedeckt. Ja, die Smolle ist auch mal aufgewacht, das ist ja auch schön. Und zwei Kills auf unserer Seite. Das kann ja eigentlich nur der Siegfried sein, der hier vorne ist, oder? Der lebt ja noch, ne? Ja, der lebt noch. Ja, der lebt noch. Smolle, du oder ich, einer von beiden fährt jetzt da rein und nebelt. Die fährt quer. Scheiße, jetzt habe ich mich dafür aufgebracht. Toll, ich war der Einzige, der aufgedeckt hat, oder? Okay, ich würde sagen, das sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Wir haben 143. Hart erarbeitet, aber das war jetzt wirklich, ich hätte gedacht, ich schaffe das schneller, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, gibt nicht immer alles. Da wollen wir Redo B fahren, ne? Oder, Leute? Jetzt haben wir auch leider gerade wieder jemanden verloren. Wir haben unseren Midway verloren. Ja, unser Profi-Flugzeugträgerspieler. Den haben wir jetzt leider gerade verloren. Okay. So, dann wollen wir B-Cappen. Das hilft ja nichts. A ist auch noch immer irgendwie in Versuch zu cappen.
Boah, ich komme mir gerade extrem langsam vor, irgendwie muss ich sagen. Ich will auch mitmachen. Ja, ahnen wir. Können wir ahnen, wo die Malta steht. Ja, das können wir definitiv ahnen. Ich will erstmal die Yamato rausnehmen, Leute. Lebt ihre Yamato, lebt immer noch, ja. Ich fahr mal darüber. Bin nicht mehr offen, sehr schön. Na, die werden ihn nicht treffen, dann müssen die sich drum kümmern. Ach, guck mal, wer da kommt. Das ist noch viel interessanter. Ihre Malta. Ja, schade, jetzt sieht sich keiner mehr. Na, hat sich das gelohnt? Oh, die Yamato hat sich ja wieder komplett raufgeheilt. Okay, wir fahren mal raus hier. Ja, Napolis lebt auch noch, ne? Ja, leben alle noch. Das ist das leidige Problem.
So, sehr schön. So, jetzt müssen wir aber gleich mal offline gehen, ne? Danke. Wir haben immer noch mehr. Ja. Monty, komm. Komm, Monty. Erstmal wegschalten. Oh, wir haben wieder jemanden verloren. Jupp. Yep. So, was bin ich jetzt aufgedeckt? Das wüsste ich auch gerne. Jo, damit war zu rechnen. Das ist jetzt aber auch nicht mehr machbar. Ich meine, die haben noch 3 Schlachtschiffe und 3 Kreuzer. Was hätten wir da machen sollen? Ja, und der Kufus ist fast voll und ne, ich bin gut voll und habe 269 Treffer gemacht. Es geht also. Es ist also machbar, wie wir sehen. Schwerlich, aber es ist machbar. Ja, man hätte sich jetzt einnebeln können, aber dann hätte wieder keiner was gesehen. Und die Übermacht ist einfach da, es hilft nichts. Wenn wir auf unserer Seite super agiert haben, haben die hier scheinbar auf der Seite, keine Ahnung, was auch immer, Ringelpiz mit Anfassen gespielt oder ich weiß nicht. Unser Hindenburg stirbt jetzt auch, unser Slava, keine Ahnung, was sie macht. Kein einziger Kill auf einer Slava. Da fragt man sich schon, wofür hast du dir eine Slava geholt, mein Freund, ne? Jetzt wäre eine Salbe und die Annapolis wäre theoretisch weg. Ne? Ja, aber leider ist sie das nicht. Die Yamato dreht weg. Und dementsprechend war es das jetzt auch mit unserer Links. Unser Slava. Der Kurfürst trifft sie nochmal einmal richtig. Die Yamato kommt hier rum. Der Kurfürst schießt immer noch auf sie. Und jetzt kriegt sie eine richtige Breitseite, die Slava. Und das war's dann auch. Ja, gut, da kannst du dann halt auch nichts mehr machen. Das ist halt... Ja. They are so bad. Nee, we are so bad. We come to... Man hätte jetzt, das Einzige, was man hätte machen können, ist wegfahren. Wir hatten definitiv mehr Punkte. Ja, schade. Und mir sind die Dings ausgegangen übrigens. Ne? Wir sind die... Ist schade drum. Ist wirklich, wirklich, wirklich schade drum. Mir sind die Signale ausgegangen. Die besseren... Selbst die nicht ganz perfekten, sondern die Free-XP-Signale sind mir komplett ausgegangen. Das ist schon ein bisschen ärgerlich.
Ah, Kohle. Ja, das ist immer gut. Kohle ist immer gut. Ja, wir sind diesem. Mir sind sie ausgegangen. Waffenkammer, wie schaut's aus? Aber da sind wir noch weit von entfernt, glaube ich. Ne? Ja, weit von entfernt. 70.000. Das dauert noch einen Moment. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und Edgar, 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 ne, schönes Schiff eigentlich. Nur eben halt auch gefährlich.